bin hier in Köln vor einem Tonstudio, denn in verzweifelten Zeiten braucht man Musik, die einen daran erinnert, was wirklich wichtig ist. Elguni, du bist der einzige Mensch. Hallo. Hallo. Den du kennst. Den ich kenne. Der uns in dieser Notsituation helfen kann. Ich würde gerne mit dir einen Song übers Händewaschen produzieren. Hm. Beziehungsweise wahrscheinlich schaue ich einfach zu, wie du das machst. Ja, dann machen wir das doch. Wie macht man einen Song? Ich habe das noch nie gemacht. Also er baut dann den Beat und dann schreibe ich einen Text und singe ihn ein. Ja, mit meiner wunderschönen Stimme. Dann drizzlest du noch deine Magic drüber. Ja, meine Desinfektionssauce. Wir haben uns jetzt gar nicht Hallo gesagt. Sollen wir? Ah, okay. Ah! Ah! Hallo! Da ist er. Ich bin nicht Hallo. Alleine. Der Hallo. Mary. Corona-Check. Hallo? Corona-Check. Hallo. Kommen Sie mal rein. Ach, guck mal, Thomas. Das droht euch, wenn ihr die Hände nicht wascht. Was? Ja, dann hängt der da so, okay. An dem Band. Geil. Das ist ein Studio. Die Küche für die Ohren. So sieht's aus. Da, wo Elguni das Autotune aus seiner Stimme bekommt. Ach, super. Ja, Autotune für die Stimme ist wie Seife für die Hände. Ja. Was ist denn wichtig? Wir müssen ja wahrscheinlich kurz so eine... Hallo? Bitte die Distanz ein bisschen wahren. Ein Meter Abstand. Macht man einen Beat einfach im Computer oder hat man dann so wirklich Instrumente und setzt sich hin? Ja, sowohl als auch, wie man will. Ne? Ich wasche meine Hände. Text, Freestyle. Und dann ist es weg. Ich hatte Corona und jetzt ist es weg. Damit habe ich die Hook schon geschrieben. Ich nehme das mal raus. Wo machen wir einen Song drüber? Hände waschen. Hände waschen, ja. Vielleicht noch ein paar Hände waschen Sounds einbauen. Ja, das ist gut. Hände reiben, Seife, Bürste. Na, wenn das nicht nach einem Beat klingt. Es ist ein behüllter Virus. Die Hülle ist fettlöslich. Ist sie fettlöslich? Ja, ich glaube schon. Ja. Auf zum Studio! Das ist geil, wow. Oder? Killer. Was sagst du? Musst du einen richtigen Loop rausfinden. Ich finde es schon richtig gut. Also ich finde es jetzt schon besser als so manchen Schrott, den ich oft im Radio höre. Oho. Das klingt so wie mein Herz, wenn ich nicht sicher bin, ob ich mich infiziert habe oder nicht. Das ist gut. Und jetzt bin ich doch nicht infiziert. So ein Herzschlag. Nein. Infiziert? Passage, nein. Die Kick so. Ja. Thomas, du sagst, wenn ich zu uncool bin, sag einfach nee, Stopp. Nee, ist okay. Findest du es noch im Rahmen? Ja. Na, okay. Ich bin irgendwie ein 55-jähriger Mann, gefangen im Körper einer jungen, überdurchschnittlich attraktiven Frau. Risikogruppe. Ja. Gibt ja. Corona keine Chance. Woher kennt ihr zwei euch eigentlich? Wir sind Kölner. Jeder ja. Kölner kennt jeden Kölner. Das ist auch das Problem bei so einer Pandemie. Ja, das ist cool. Übrigens noch ganz kurz, es ist ja fantastisch eigentlich, dass du dir die Finger tätowieren lassen hast. Dann weißt du immer, welchen du schon hattest. Ja, yeah, genau. Ich zähle das immer so ab. Ja. Später im Song. Wir droppen jetzt den Bass und die Kurve. Ja,
perfekt. Was wir auch noch brauchen, ist auf jeden Fall so Wasserplätschern oder sowas. Oh, ja, ja, ja. Yeah. Ist, nennt man es deswegen einen Beat droppen? Da kennt sich jemand aus. Er wollte mir gerade einen Kuss geben, weil es so gut war, der Joke, aber ja, wir halten Abstand. Ja. Was fehlt noch, Thomas? Nee, ich find's echt gut. Ich find's auch ja gut. Ich mag es, wenn Sachen reduziert sind. Ich glaube auch, wenn wir jetzt immer mehr draufschmeißen, dann... Ja. Genug Platz für die Stimme, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Dieses Kehlchen will nämlich auch noch ein bisschen inszeniert werden. So sieht's aus. Es darf alles sein. Zwischen 20 und 30 ist empfohlen. Man kann natürlich auch 35 Sekunden waschen. Also das Virus kommt dann nicht aus dem Abfluss wieder hochgeklettert. Ich hoffe es. Das ist super. Okay, wie fangen wir an? Du hast mehr Viren an den Händen als Euros auf dem Konto. Also das ist gar nicht gut inhaltlich. Nee, du, Entschuldigung, ich wollte den Bürstenmann reinreden. Okay, sollen wir auch so einen Rap-Teil haben oder sollen wir es einfach wie so eine lange Hook machen? Nee, ein Rap-Teil ganz kurz fände ich schon gut, oder Thomas? Ja, voll. Okay, dreh den Wasserhahn auf. Jetzt geht's los. Ja, das ist gut. Das bringt uns so richtig in Stimmung. Okay, und dann schon anfangen mit dem Beschreiben, oder was? Vielleicht noch was kurz, warum es wichtig ist. Saubere Hände retten Leben. Okay. Oder Hände waschen, Leben retten. Mhm. Sowas. Ja, wir könnten auch, jetzt geht's. Hände waschen ist das A und O. Wasch dich, denn sonst bist du tot. Ja, ich wollte gerade sagen. Tu's für die Nation. Das finde ich super. Hände waschen ist das A und O. Tu's für die Nation. Das ist zwar metrisch ein bisschen wild, aber ist auch ein wildes Thema. Tu's für deine Oma, tu's für die Nation. Das ist auch gut, weil Oma ist so A und O. Und dazwischen M. Okay. Seife muss auch vorkommen, das Wort. Wasser und Seife sind die beste Kombination. Kombination, ja. Genau. Okay, also das ist, glaube ich, jetzt schon zu viel. Oder wir machen... Denn in der Situation hilft nur Desinfektion. Ja, das ist perfekt. Denn in der Situation hilft nur Desinfektion. Dreh den Wasserhahn auf, jetzt geht's los. Denn Hände waschen ist das A und O. Tu's für deine Oma, tu's für die Nation. Denn in der... Okay, dann wird's schwierig. Denn in der Situation hilft nur Desinfektion. Ja. Handdrücken nicht vergessen. Handdrücken, genau. Der ist nämlich oft sehr dreckig. Also das war jetzt nicht Text. Handdruck nicht vergessen. Weil der ist nämlich oft sehr dreckig. Das ist die Seife schreiben zwischen den Handflächen. Ja, die Zwischenräume sind eigentlich... Handflächen anstecken. Das ist die Seife schreiben. Saubere Handflächen können niemand anstecken. Das ist gut. Wasch die Finger für das Fingerspitzengefühl. Saubere Hände, das ist dein Spitzengefühl. Okay, und jetzt kommen wir eigentlich zum Ende. Jetzt muss es noch abspülen. Irgendwas mit Spülen. Mhm. Und trocknen schaffen wir nicht. Das müssen die Leute dann nach dem Song machen. Das müssen die Leute einfach selber machen. Ja, also das liegt jetzt ganz in eurer Hand, dass ihr es noch trocknet. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich 2020 lerne, wie man richtig die Hände wäscht. Aber ich habe es vorher echt nicht so gut gemacht wie jetzt. Nee. Also dieses Ganze, das habe ich nie wirklich gemacht. Auch viel zu kurz, glaube ich, immer. Gründliches 30-sekündiges Händewaschen ist besser als Händedesinfektion.
Okay, aber wir können nicht so oft Hände waschen in dem Text. Was steht da genau bei dem? Denn in dieser Situation hilft nur Desinfektion. Wenn wir jetzt wieder sagen, Hände waschen ist besser als Desinfektion. Ja, nee, man weiß ja, so braucht es nicht unbedingt Desinfektion, aber das kriegen wir nicht auf so engen Raum. Ist, wenn man die Hände wäscht, desinfiziert man sie dann nicht auch? Eigentlich schon, ja. Stimmt, dann geht das. Das passt schon. Eine Anleitung für gute Händehygiene und somit endet auch bald die letzte Quarantäne. Oder sowas. Ich meine, you are the musician. Ich glaube, ich sag noch Jens Spahn als Adlib. Ja, Jens Spahn! Jens Spahn hat die Situation im Griff. Jens Spahn, du machst das klasse! Jens Spahn, du machst einen klasse Job. Händewaschen, der Sensationssong 2020, Take 1. Nimm die Seife in die Hand und dreh die... Jetzt wollte ich Kamera aussagen. Warum? Nimm die Seife in die Hand und mach die Kamera aus. Thomas, hörst du mich? Nimm die Seife in die Hand und dreh den Wasserhahn auf. Denn in diesen Zeiten ist Hygiene das, was man braucht. Was passiert jetzt? Ich nehme die Reime nochmal. Ich nehme die Reime auf, dass sie auch gut klingen. Denn mit Autotune kann ich ganz gut singen. Und dreh den Wasserhahn auf. Hygiene, das, was man braucht. Situation, Desinfektion. Und die ganze Nation. Okay, bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Jens Spahn, das machen wir für dich und für das ganze Land. Hey, ja. Risiko. Ja. Yeah. Geil, wie alle am Ende zu dritt das hier gemacht haben. Perfekt. Kurz bevor Guni anfängt zu singen, ist so eine Stelle. Deine Oma und die ganze Nation, lass die Seife schäumen in den Handflächen. Das ist eigentlich ganz witzig. Ich dachte mir, das ist halt so ein bisschen den Fokus von... Ja, es ist nicht ganz in der Melodie drin. Ich werde es noch pitchen auf. Ich hau das mal gerade so raus für den Videodreh quasi. Ja, ja, geil. Ich glaube, die Gefahr ist nämlich sonst, dass es zu breich klingt und man zu viel. Ja, wir machen das gleich einfach, dass wir dann. Voll, ja. Wir machen den gleich noch, dass der schön. Dann lege ich kurz ab und schau mal, wo wir es filmen. Mhm. Dann kannst du auf Dings. Wie das richtige Kamera, Leute. Hey, Leute. Ihr seid jetzt auch richtig im Thumbnail-Game, oder? Ja, voll. Jetzt haben das Thumbnail-Game abgestellt. Ja. Von 0 auf 1 in einem Jahr. Jens Spahn, das machen wir für dich. Risiko. Und für das ganze Land. Ey, nimm die Seife in die Hand und dreh den Wasserhahn auf. Denn in diesen Zeiten ist Hygiene das, was man braucht. In der Situation hilft nur Desinfektion. Nur so schützt du deine Oma und die ganze Nation. Lass die Seife schäumen in den Handflächen, damit wir uns später dann nicht anstecken. Und vergiss auch bitte nicht die Hand drücken. Reib die Zwischenräume, bis sie blank wirken. Ah yeah, wichtig ist das Fingerspitzengefühl. Saubere Finger, ein Spitzengefühl. Mach das Beste draus, einfach ne Pause gönn, damit wir alle schon bald wieder nach draußen können. Yeah! Ja, perfekt. Passt. Passt? Ja. Geil. Das reimt sich auf abtrocknen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Hände waschen. Flatten the curve. Brauche ich noch ein Händewasch-Emoji? Gibt's das?
Wasser, einfach Wasser. Oder Seife gibt es doch. Echt? Nicht Seife, sondern ein Schwamm, aber es gibt auch Seife. Ja, oder ich mache einfach so diese Wassertropfen. Oder ist das irgendwie wieder sowas, was ich nicht verstehe, dass dann so ein Pfirsich und dann das und dann heißt es irgendwas? Nee, das kannst du machen.